Hey, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir eine Map, eine Survival Map namens Isoland. Ja, ich habe ja eine Umfrage auf meinem Kanal gestartet, wo ihr abstimmen könnt, welche Map ich als nächstes zocken soll. Und ich weiß, wenn ein Bauer schreibt, ich lispele. Ich weiß, dass ich lispele. Denkt ihr, wisst das nicht? Ich weiß das nicht. Weil ich Ausländer bin. Das liegt ja wirklich daran, weil ich Ausländer bin. Und ja, damit ihr Bescheid wisst, weil wenn ein Bauer das wirklich schreibt, ne, ich schwöre, ich... Boah, Alter, ich bang den so zu Tode. Aber naja, egal. Zur Erklärung... Boah, ich muss so viel erklären auf einmal. Ja, Skyblock hat mit der Umfrage eigentlich gewonnen, aber ich dachte mir, Skyblock macht doch jeder. Habe ich mir diese Map geschnappt. Die, ja, wir sind hier gestrandet auf einer Sandinsel mit einem Baum, mit Erde, mit drei Schildern, mit einer Truhe, mit einem Kaktus. Und, ja, um uns herum ist Wasser und das Besondere hierbei irgendwie ist, was ich aber nicht verstehe, hier ist alles mit Sand. Also eine Spitze. Und wir haben auch Challenges und, die lese ich mal geschwiegen vor. Geschwiegen vor, das ist auch wieder ein Gegensatz, ne? Das ist bei meinem Wortgebrauch wirklich so ein Gegensatz. Alles widerspricht sich bei mir. Aber davon noch eine kleine Map-Info. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Englisch. Notfalls werde ich es euch übersetzen. Map-Info. You create a new world and find yourself stranded. Moment. Moment. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich muss die Musik anmachen. Moment. Ich muss ausländische Dialekt benutzen. Spaß. Nein, das möchte ich aber nicht. Das möchte ich aber auch. Jetzt müssen wir erstmal eine geile Musik suchen, ne? Nein. Ja. You create a new world and find yourself stranded on an island in the middle of an ocean with nothing but a few pieces of strings and some sticks. You decide to start over again and create a new one instead, but Minecraft won't let you and you are stuck on the same island as before. You close Minecraft and forget about it. The next day you logged again and tried to create a new world, but this time Minecraft crashes. The map has taken over your Minecraft and you must beat it in order to retain power. In Klammern, your Minecraft doesn't really crash. Das heißt, so gut wie diese Map hat Übergriff auf unser Minecraft genommen, wir müssen sie lösen sozusagen. Also die ganzen Ziele finden, damit wir normal spielen können. Und die Ziele lese ich mal geschwiegen. Ach, es war wieder ein Gegensatz. Obwohl ich packe die in die Videobeschreibung. Sozusagen wie Crafting Table und bla bla bla. Das sind 20 Ziele, nicht so wie bei Skyblock 50. Und ja. Ja, die könnt ihr mal in der Videobeschreibung nachschauen, die werde ich da reinpacken und ja, wir bauen den Baum hier ab und ja. Es ist auch so, dass Let's Player entweder so sagen oder sagen. Oder sie sagen ja, 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 so Lückenfüller, so scheiße, du denkst dir dabei so, was soll ich als nächstes sagen, fuck ey, ich habe keine Themen mehr, soll ich über meinen kleinen Schwanz reden, fuck Alter, ich bin impotent, oh mein Gott. Ja, das sind auch so Probleme von Let's Playern, habe ich schon erwähnt, dass ich Gäste werden hier natürlich auch kommen. Und ich habe jetzt nicht vorgelesen, was auf den Schildern stand, aber ich weiß das noch. Hier stand, these items hier drin are very important, use them with irgendein Wort, was heißt und soll, mit Behutsamkeit und so. Und hier stand, keine Ahnung, jage Fische. Okay. Ich habe den Shader-Mod auch drin, den Sonic Unbelievable Shader-Mod ohne Water-Shader. Water-Shader, das sieht doch irgendwie... Das ist ein bisschen... Oh mein Gott. Ja, ohne Water-Shader. Keine Ahnung warum, vielleicht baller ich den noch rein. Und ja, zu diesem Projekt, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch ein paar Fragen schreiben dazu. Also so Fragen an mich in die Kommentare. So, Petr, wie alt bist du? Petr, wie heißt du? Petr? Ich werde die dann im Let's Play hier beantworten. Und ja, so ein FAQ im Game ist jetzt nicht so was Besonderes, aber macht auch nicht wirklich jeder. Gäste werden hier, denke ich mal, schon folgen, aber keine Abonnenten, sondern nur Special Guests, die ich halt so kenne und so. So jede fünfte Session, obwohl so lange werden wir auch nicht brauchen. Aber in der Minecraft Let's Play Welt wird natürlich geschwiegen weiter. Ich sage jetzt immer geschwiegen, ihr wisst, das ist ein Gegensatz oder hat nichts damit zu tun. Aber egal, ich werde weiter. Also bis jetzt war ja in der Let's Play Welt, Pangalin ist dabei. Und ja. Oh, es wird gleich dunkel. Der nächste Gast, kann ich schon mal sagen, ist Franek LP und weiter, kann ich auch sagen, aber welchen nicht. Und ja, Abonnenten kommen, denke ich mal, bald auch. Als Gäste. Und ja, seid gespannt.
einen Cobblestone-Generator zu bauen, ist auch so eine Sache. Ja, eine Sache für sich, würde ich mal so behaupten. Okay. Rhabarbera. So, diese Eimer hat um wirklich den... Ach nee, das müssen wir so machen. Ich habe was gefunden beim Testen. Und zwar, wenn ich jetzt den... Erlaubt mir, falls es zu Obsidian wird, zu cheaten, okay? Weil ich möchte euch was zeigen, was sehr unlogisch ist. Wir nehmen jetzt ein bisschen Sand. Der Sand wird jetzt verschwendet. Und jetzt, schaut mal her. Ein Cobblestone. Hooray! Und man denkt sich so, ja man, Cobblestone und so richtig Porn und so Material. Auf jeden Fall, ne, ballert heftig, scheppert dir die Birne weg. Aber, wenn wir das jetzt hier so mal reinballern, so eine scheiß... Nein, die ist nicht scheiße, die ist holzig, Mann. Richtig, na egal. So, jetzt mache ich das mal weg. Oh, Obsidian! Und natürlich habe ich da auch eine Lösung. Das erlaube ich mir mal und ich zeige euch mal einen Trick, wie man das dann doch wegkriegt. Und zwar ersetze ich das einfach mal. Ja, ich möchte... Achso. Dann mache ich den Creative Mode natürlich aus und baller das weg. Ihr habt nichts gesehen. Und ja. Da tue ich das rein, also sozusagen. Aber mache ich hier nochmal so. Ich hoffe, das klappt. Ja, so machen wir das. Nein, das nicht. Das war ja mal wieder falsch. Das war ja typisch Petrit, der Aslak. So. Nee. Was passiert hier? Das darf natürlich sein, nicht sein. Aber egal, wir haben ja eh genug Wasser hier. Von daher ist es jetzt nicht der Weltuntergang, der eigentlich in einem, zwei Monaten sein wird. Hatte, mach jetzt hier hin und so. Super, jetzt ist es dunkel. Aber wir haben 5 Fackeln. Damit hier keine bösen Nachbarn spawnen, also Hater und so, werde ich einmal mal geschwiegen. Warum sage ich dieses Wort, ey? Werde ich hier Fackeln platzieren. Und yo, ich werde jetzt auch nur eine Folge aufnehmen. Ich wurde auf Skype angeschrieben, das ist aber nichts Neues bei mir. Eine Folge aufnehmen, mal gucken, wie das so ankommt. Und dann werde ich natürlich wieder aufnehmen. Und ja, ich bin so neugierig. Guck mal, wer mich ins... Oh, jemand kann mir helfen. Ja. So. Jetzt geh mal. So, okay, ich hoffe, es behält... Ja, eine Cobblestone-Maschine, die jetzt nicht so gut aussieht. Das ist Erde, ne? Oder? Nee, das ist Stein. Dann würde ich mal sagen, schmücken wir das mal mit Stein aus. Sieht meiner Meinung nach etwas eleganter und ja, stabiler aus. So. Aber der Cobblestone-Generator ist ja nur für Anfang, um ein paar Werkzeuge herzustellen. Denn ich denke mal... Laut den Challenges müssen wir auch Eisen und so farmen. Ist unter uns hier Stein und Mineralien. Deshalb denke ich mal, werden wir da auch Sachen finden. Ja, ich wurde wieder in Skype angeschrieben. Ach, schön. Das ist schon mal schön. Ach, ich sollte aufhören. Bayerischen Dialekt. Dialekt und Akzent vermischt. Ergibt Dialekt. Haha. So. Wie man sieht, hier ist alles Sand, aber hier diese Schicht ist Erde. Das ist auch sehr wichtig. Denn wenn wir meinen gehen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht die ganze Sandschicht nach unten verballern. Und hier, Moment. Wir haben keine Wolle, ne, am Start. Und ich mache mal die Minimap ein bisschen so kleiner. So, denke ich mal. Obwohl die eigentlich auch sehr unnötig ist, aber man kann ja nie wissen, ne. Da habe ich schon erwähnt, dass ich die Gelegenheit nutze, dieses Texturenpark mal auszuprobieren. Boah, es tut mir leid, dass ich so lispele. Ich finde, man hört das jetzt nicht so raus, aber mit dem Großmembran hört man es schon. Ja, weil man halt, die Qualität ist sehr Porno, man kann es nicht anders beschreiben. Es ist halt made in Albanien. Nee, Spaß. Es ist halt gut und deshalb hört man auch alles, was ich sage. Boah. Aber ich denke mal, das wird jetzt nicht so schlimm sein. Ich entschuldige mich. Seht ihr, ich entschuldige mich sogar. Wenn da irgendwas flamisch kommt. Ich finde auch, so Sachen, wenn so Leute auf ein Video klicken, ne? Und eine Scheiße finden, ne? Und dann geben die ja direkt immer einen Daumen nach unten, okay? Gut, aber dieser Daumen nach unten hat sich so schon integriert in der YouTube-Szene, dass es ein Hate-Daumen ist. Es ist einfach, man kann diesen Daumen nur benutzen, wenn wirklich dein Land, deine Familie oder du selber mit diesem Video beleidigt wirst.
dann benutze ich es. Wenn zum Beispiel irgendwie ein Video so Fuck Albanien, made by Serbia, bla bla bla. Jetzt nichts gegen Serben, ne, aber ich sag jetzt nur mal als Beispiel, ne. Typisch bei mir, so bei meinem Volk und so. Da würde jeder Albaner erstmal fett Daumen nach unten geben, aber ich würde sogar da keinen Daumen nach unten geben, weil ich finde überhaupt, Daumen nach unten ist unnötig. Oder diese ganzen Fanboys hier, von wegen, ich meine, ich wollte eigentlich, dass John Smith Texturenpack nehmen, ne, so auf der nächsten Aufnahmesession bei der Let's Play Welt. Auf einmal so, gucke ich zufällig so bei Grund vorbei, auf einmal benutze das so. Ich denke mir so, ey, das kannst du also nicht benutzen, es kommen sogar deine eigenen Abonnenten und sagen, du musst Grund nach mit dem, nur in diesem Moment, wo der das benutzt, zufälligerweise würde ich das dann auch benutzen, obwohl ich das nicht mal wusste, dass der das benutzt. Ja, und dann würde wieder so ein Hate-Shit-Storm anbrechen und darauf habe ich keinen Bock. Und das finde ich an dieser deutschen Community sowas von kacke, dass man nichts machen kann, ohne dass irgendwelche Fanboys kommen und sagen, ja, du machst voll nach, ey, du hast keine Individualität. Ich meine, jeder Mensch ist individuell, aber so ist halt die Community. Man muss halt versuchen, wirklich, LOL. Cool. Das ist ja... Oh mein Gott, wie geil. Porno. Ey, ist da Wolle gewesen? Nein. Wir haben hier nämlich Mützelin. Das ist Pilzlandschaftserde, nenne ich es mal. Und hier was zwei Mushrooms, aber was sollen wir mit eins anfangen? So. Wenn wir da jetzt einen Pilz platzieren. Nee, keine Redstone Torch, weil ich weiß ja nicht mal, was die da bringt. So, und dann würde da ein Pilz wachsen. Wir haben wieder. Achso. Ja. Wir bauen uns hier mal eine Höhle mit der Hand. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach, bei den Hatern. Ja. Ich hatte mir mal überlegt, Patrick, machst du mal einen Hate-Kanal? Einfach mal aus Spaß. Aber machst keine Dislikes, nur schreibst mal unnötige Kommentare, wie die Leute reagieren. Aber da dachte ich mir, nee, willst du wirklich auf so ein Niveau sinken? Also Leute, tut mir einen Gefallen und normalisiert euch. Ich meine, wenn ich das jetzt sage, wird das jetzt hier kein Hype-Trend werden, dass, oh, Leute, werdet normal. Natürlich nicht, da müsst ihr schon Grand Commander, Krieger, PC und alles das mal so verbreiten und dann würde das Haten aufhören. Aber ganz egal, weißt du was, mir ist das sowieso scheißegal. Ich mache das nur aus Fun, dieses ganze Let's Play. Ich mache mir zwar die Mühe hier mit meiner 6K-Leitung sogar 2 bis 3 Videos am Tag hochzuballern jetzt. Aber ganz im Ernst, wenn ich irgendwann keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. Und da kümmere ich die Hater jetzt irgendwie nicht runterkriegen, weißt du? Ich komme zu dem Bang ihre... Na gut, ich darf jetzt hier keine beleidigen, aber... Bang die sowas von weg, ey. Ey, ohne Spaß. Ey. Habt ihr schon mal mit einem Albaner angelegt? Ohne Spaß, ey. Ich würde aufpassen, ne? Wenn ein Albaner Let's Plays macht, das ist schon, da würde ich aufpassen, was man in die Kommentare schreibt, ne? Also, nur mal so, Informationen, naja, tut schon Spaß, aber natürlich gibt es ja wieder da draußen welche, die das ernst gemeint haben. Petrit, denkst du, oh, du bist so der Pro-Ho oder der Kanaken-Aslak? Ja, gut. Wisst ihr was? Warum habe ich 2 Eimer? Ach, ich muss einen jetzt löschen. Zwar, ja, ganz kurz. Lang geht es in das Video. Ich denke mal, ich beende jetzt die Aufnahme. Das war jetzt genug. Schreibt mir ein paar Themen in die Kommentare. Ach, das ist so dumm, wenn man sowas am Ende des Videos sagt, weil die meisten WE abschalten. Deshalb sollte ich das mal mache ich mal eine kleine Notiz. Anmerkung. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Bewertet das natürlich fair. Und ja, dann würde ich mal sagen, haut rein. Petrit verzieht sich mal wieder in sein Nickerchen, Schlafsäckchen mit Plüschefee. Pyjama und wünscht euch eine gehorsame Nacht, weil bei mir ist es schon Nacht, bei euch vielleicht nicht, aber ich lade es eh gleich hoch. Von daher habe ich hatte in letzter Zeit gerade parallel Slender hoch, von daher, ja. Tschüss und ich rede mal wieder um den heißen Brei. Ihr seid die coolsten, haut rein. Ho!